Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem öffentlichen Abendvortrag von Herrn Professor Schlögel zum Thema Wasserstoff im Energiesystem. Das ist ja ein sehr aktuelles Thema, weil es uns auch in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen wird. Zunächst mal darf ich mich bzw. uns beide vorstellen. Mein Name ist Norbert Esser, ich bin Professor an der TU Berlin im Bereich Festkörperphysik und Direktor am Leibniz-Institut für analytische Wissenschaften. Ich leite die Sitzung heute Abend, beziehungsweise moderiere die Sitzung, und dafür habe ich Unterstützung. Das ist Frau Lenz, ebenfalls Physikerin und im Bereich Wissenschaftsmanagement tätig. Und wir werden auch Fragen aufnehmen. Also Sie können Fragen stellen über die Chatfunktion, beziehungsweise über die Frage- und Antwort-Tool. Das funktioniert sowohl im internen Zoom-Meeting als auch extern, wenn Sie mit YouTube zugeschaltet sind. Und diese Fragen werden wir aufnehmen und am Ende des Vortrags mit Herrn Schlögel diskutieren. Das heißt, Sie können nicht direkt sozusagen mit Herrn Schlögel diskutieren, aber über uns schon. Und das ist sozusagen auch nützlich und wird uns hoffentlich dann hinterher noch eine kleine Frage-Antwort-Sitzung bescheren. Okay, zu Beginn ein paar einleitende Worte zu Herrn Schlögel. Ich denke, den Wissenschaftlern ist er sicherlich weitgehend bekannt. Er ist ein sehr anerkannter, bekannter Wissenschaftler im Bereich heterogene Katalyse. Direktor am Max-Planck-Institut, am Fritz-Haber-Institut hier in Berlin, in der Abteilung inorganische Chemie und auch Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für chemische Energiekonversation in Mülheim an der Ruhr. Und er beschäftigt sich intensiv wissenschaftlich mit dem grundlegenden Verständnis katalytisch aktiver Materialien auf der einen Seite, ist aber auf der anderen Seite auch an Anwendungen sehr interessiert, über viele Jahre hinweg schon. Und insbesondere auch beschäftigt er sich viel mit der Rolle von Wasserstoff im Energiesystem. Das ist ein Thema, das ihn schon seit langem beschäftigt. Herr Schlögel, wenn ich ein paar Stationen seines wissenschaftlichen Werdegangs erwähnen darf, hat studiert und promoviert an der LMU in München, hat einen Postdoc in Cambridge und in Basel gemacht und anschließend seine Habilitation am Fritz-Haber-Institut in der Abteilung von Professor Ertel, wurde dann anschließend C4-Professor für anorganische Chemie an der Universität in Frankfurt am Main und ist seit 1994 Direktor am Fritz-Haber-Institut. Seit 2011 ist dann das MPI für chemische Energiekonversion in Mülheim dazugekommen. Er hat natürlich im Laufe seiner Zeit eine Reihe von Auszeichnungen, die kann ich jetzt hier nicht alle aufzählen. Fellow of the Royal Society of Chemistry in UK, den Otto-Bayer-Preis könnte ich erwähnen, der Bayer-Stiftung, den Innovationspreis des Landes NRW, den EMI-Preis für erneuerbare Energien und Umweltschutz. Das sind einfach nur Beispiele, die ich aus der Vielzahl herausgegriffen habe. Was vielleicht auch interessant ist, er ist Mitglied in der Leopoldina, der BBAW, der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der AKATECH ebenfalls und kümmert sich in diesem Zusammenhang auch sehr um die Wechselwirkung zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit und zwischen Wissenschaft und Industrie und zwischen Wissenschaft und Politik. Und das ist, denke ich, auch eine gute Voraussetzung für Sie, Herr Schlögel, heute Abend, uns einen Überblick zu geben über das Thema Wasserstoff in der Energiewirtschaft, im Energiesystem und auf was wir uns einstellen können, beziehungsweise was wir in Zukunft erwarten können. Darauf freuen wir uns und sind jetzt erstmal sehr gespannt. Und damit darf ich Ihnen erstmal das Wort erteilen, Herr Schlögel. Bitte. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich teile jetzt meinen Bildschirm. Ich bedanke mich sehr für die freundliche Einführung, die Ihnen schon sagt, dass mein Interesse als Katalysechemiker sich natürlich mit der Gewinnung und der Verwendung von Wasserstoff wissenschaftlich umschreiben lässt. Ich möchte mich aber heute vor allen Dingen um die Bedeutung des Wasserstoffs im Energiesystem kümmern, wie es in der Anmoderation schon gesagt worden ist. Diejenigen unter Ihnen, die jetzt viele Spektren und wunderschöne Elektronenmikroskopbilder erwarten, die ich häufig herzeige, werden
bitter enttäuscht werden. Es wird nicht viel davon zu sehen geben, weil ich glaube, dass der systemische Zusammenhang heute im Vordergrund stehen soll. Also ich beginne jetzt erst einmal ganz kurz noch auf das Problem einzugehen, das wir eigentlich haben. Und vor kurzer Zeit ist ja der IPCC-Bericht erschienen und ich empfehle Ihnen allen, sich anzuschauen. Sein Nachteil ist nur, dass er 3.800 Seiten lang ist. Aber wenn man sich die wesentlichen Dinge rausarbeitet, dann findet man zwei Aussagen, die, glaube ich, sehr bedeutend sind. Also die Idee von einem 1,5-Grad-Ziel oder auch von einem 2-Grad-Ziel sind praktisch nicht mehr haltbar. Wir müssen uns also ernstlich mit der Frage beschäftigen, dass die Erderwärmung das 2-Grad-Ziel deutlich überschreiten wird. Und das zwingt uns natürlich dazu, wenn man die Daten anschaut, die ich Ihnen gleich zeigen werde, dass wir uns dringend damit bemühen müssen, aus den fossilen Energieträgern auszusteigen. Das ist nicht notwendigerweise damit getan, eine Klimaneutralität herzustellen, aber es ist absolut dringend und vordringlich, sofort und mit größter Maßgabe aus der Verwendung von fossilen Energieträgern auszusteigen. Das möchte ich ganz deutlich zu Anfang betonen. Ich zeige Ihnen hier das schöne Titelbild des Reports, den ich wirklich sehr empfehlen kann, ihn zu lesen. Ich habe jetzt drei Zitatbilder daraus genommen, damit Sie sehen, wo unsere Problematik ist. In diesem Bild wird angegeben, wo eigentlich die Energie, die die Sonne zusätzlich auf die Erde durch den Treibhauseffekt einstrahlt, wirksam wird. Und da sehen Sie ganz unten so einen dunkelroten Streifen, den man kaum beobachten kann. Das ist die Atmosphäre, das ist die Energie der Sonne, die in die Atmosphäre kommt. Das, was wir als Klimaerwärmung wahrnehmen. Dann sehen Sie aber drei ganz dicke blaue Kompartimente auf diesem Diagramm. Und das ist die Energie, die die Sonne in das Meer einbringt. Und Sie sehen sehr deutlich, dass das ganz andere Verhältnisse sind. Die Physiker verstehen sofort, womit das zu tun hat. Das ist die Wärmekapazität der entsprechenden Medien, warum das so unterschiedlich ist. Und sie nehmen leider auch wahr, dass das kein linearer Zusammenhang in der Zeit ist, sondern ein exponentiell ansteigender. Über die Auswirkungen davon, da sind vielfältig in dem Bericht vorhanden. Ich zeige Ihnen jetzt nur eine. Das sind jetzt Klimamodelle und zwar, die sind aggregiert, über 100 verschiedene Klimamodelle und die sind jetzt nicht über einen kurzen Zeitraum hier zu sehen, sondern über einen Zeitraum von 300 Jahren. Das ist deswegen sinnvoll, weil dann die Präzision, mit der man Aussagen ableiten kann, vielleicht ein bisschen besser ist, als wenn man glaubt, dass solche Modelle, die noch viele Schwierigkeiten enthalten, zur Kurzzeitvorhersage geeignet werden. Da sieht man drei Gruppen von Modellen, die da gebildet worden sind. Und die Zahlen, die Sie in der Legende sehen, geben an, was die maximale Temperaturerhöhung auf der Erde ist. Danach sind die gruppiert worden. Und die blauen Gruppen sind diejenigen, auf denen das Paris-Agreement sich bezieht. Und da kann man leider sehen, dass die eben wahrscheinlich nicht mehr realisierbar sind, weil wir da den Einstiegspunkt in die Reduktion der Treibhausgase schon versäumt haben. Jetzt haben wir die nächste Möglichkeit, bei den gelben Szenarien zu bleiben. Und dann sieht man in der Vergrößerung auf der ganz rechten Seite, dass wir dabei ein sehr interessantes Phänomen beobachten, das früher nicht so herausgestellt worden ist, weil natürlich die Erde ein nicht linear dynamisch gekoppeltes System ist und man dort eine entsprechende Anregung auf das System gibt, bekommt man eine nicht lineare Systemantwort mit einem typischen Überschwinger. Und dieser Überschwinger hat die unangenehme Eigenschaft, ungefähr 100 Jahre lang zu dauern und die Temperatur auf bis zu 4 Grad auf der Erde zu erhöhen, bevor es dann wieder auf die vielleicht 2,5 bis 3 Grad zurückgeht. Und dann gibt es die vielen roten Szenarien und die wollen wir nicht diskutieren, denn in diesen Szenarien würde die Menschheit keine Überlebenschance haben. Jetzt kann man natürlich aus diesen Szenarien auch vorhersagen, wie sich eigentlich das Klima auf der Erde weiterentwickelt. Und da sehen Sie auf der einen Seite die vielen roten Bereiche, also es wird deutlich wärmer überall. Und das untere Bild ist 1,5 Grad, das mittlere Bild ist 2 Grad und das obere ist 4 Grad. Und die kleinen Zahlen, die Sie links oben sehen, sind die Anzahl der Klimamodelle, die aggregiert wurden, um diese Bilder herzustellen. Das ist also nicht die Vorhersage eines Klimamodells, sondern zum Beispiel von 153 Klimamodellen. Die grünen Bilder, die Sie sehen, zeigen Ihnen, wie sich das der Niederschlagsverteilung auf dem Planeten verändern wird. Und da sehen Sie, dass da ganz drastische Veränderungen stattfinden. Also grün heißt mehr Niederschlag, braun heißt weniger Niederschlag. Sofort können Sie erkennen, dass Europa unangenehmerweise auf der braunen Seite sitzt. Das heißt, dort wird es deutlich weniger Niederschlag geben. Und ansonsten sehen Sie auch, dass sich das Regenpattern auf der Erde
massiv verschieben wird. Das kann man am besten dadurch sehen, dass der tropische Regenwald vertrocknen wird und dafür wird der tropische Regenwald dorthin zurückkehren, wo er vor 10.000 Jahren schon mal war, nämlich in die heutige Sahara. Also das ist ein ziemlich massiver Umbau der Erde und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass der so passieren wird, weil er eben vor 10.000 Jahren auch schon mal so war. Allerdings nicht aus menschengemachten Gründen. So, wenn wir weitermachen, dann kann man uns mal anschauen, wie weit haben wir es denn bisher gebracht mit dem Ausstieg aus den fossilen Energien und das ist leider noch nicht so toll. Also ich zeige Ihnen jetzt zwei Bilder, das ist jetzt kein Modell, sondern das ist Messung, das ist der Verbrauch der Gesamtfossilen oder der Gesamtenergie der Menschheit. Und da sehen Sie oben die grüne Kurve, das ist der Ölverbrauch, der nimmt ein bisschen ab. Dann sieht man die schwarze Kurve, das ist der Kohleverbrauch, der schwankt. Würde ich mal sagen, dann sehen wir, wie der Gasverbrauch kontinuierlich zunimmt. Dann sehen Sie einen relativ konstanten Anteil der Wasserkraft. Sie sehen einen abnehmenden kleinen gelben Balken unten bei 5%. Das ist die Atomkraft. Und Sie sehen einen ganz kleinen Balken, der nach oben kommt oder eine Kurve, die nach oben kommt. Das sind die erneuerbaren Energien. So, das ist die reale Situation, wie sie sich heute darstellt. Und Sie können selber extrapolieren, wie lange es voraussichtlich dauern wird, bis der unterste Graph tatsächlich die gesamten 100% ausgefüllt hat. Mit Sicherheit sehr viel länger als bis 2050. Jetzt muss man natürlich auch wissen, dass die Gewinnung von fossilen Energien, woher ich natürlich auch diese Kurve habe, das größte technische Unternehmen auf unserem Planeten ist. Und das muss man sich sehr gut überlegen. Die größte Menge dieser technischen Unternehmungen wird leider so abgewickelt, dass wir sie als Endnutzer gar nicht sehen können. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass das sich in dem Aktienwert der beteiligten Unternehmen auch nicht abbildet. Ich weise nur darauf hin, welchen Aktienwert die Firma Aramco hat. Und es ist eben sehr wichtig zu verstehen, dass die Energieindustrie, die heute unseren Planeten befeuert, sich außerhalb der Sicht und Betrachtungsweise der Nutzer befindet und deswegen die Nutzer auch nicht so ganz viel darüber wissen, wie diese Industrie funktioniert. Sie mögen jetzt mal überlegen, welche Herausforderung es darstellt, in 30 Jahren die gesamte Industrie, die heute hinter diesem Graphen steht, einfach zu vernichten. Das wird vermutlich nicht so ganz einfach sein. So, also soweit sind wir. Jetzt schauen wir mal, wie wir bei uns sich die Dinge anschauen. Deutschland hat beschlossen, die Energiewende durch Subventionierung zu steuern. Das nennt das Erneuerbare Energiegesetz. Und ich habe Ihnen aufgeschrieben, wir investieren 500 Millionen Euro pro Woche, um im Wesentlichen die Nuklearenergie, die wir haben, durch erneuerbare Energie zu ersetzen. Außerdem sind wir ziemlich gut im Debattieren, das wissen Sie natürlich sehr genau und wir werden danach und wieder in diese wunderbare Fähigkeit einsteigen und haben auch beschlossen, dass die Energiewende bisher durch politisches Mikromanagement erfolgt. Da gibt es ganz viele Gesetze, etwa 10.000 Regelungen sind dafür notwendig, um das Energierecht in Deutschland am Leben zu erhalten. Andere Nationen machen das anders, die sind etwas pragmatischer und die sind auch deutlich schneller in der Energiewende, obwohl man das normalerweise gar nicht vermuten würde. Ich zeige Ihnen jetzt dazu ein kumuliertes Bild, das ein bisschen frustrierend ist. Das ist nämlich der Verbrauch oder die Zusammensetzung des Energieverbrauchs der G20-Staaten. Und damit Sie das verstehen können, der hellgraue größte Balken sind alle fossilen Energien zusammengenommen. Der dunkelgraue Balken ist die Atomenergie, der blaue, gelbe und hellblaue sind die erneuerbaren Energien. Und jetzt können wir leider frustriert feststellen, dass vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2018 sich der Anteil der fossilen Energien nicht messbar verschoben hat in G20, unabhängig von allen Aktivitäten, die in den verschiedenen Ländern getrieben worden sind. Also bisher haben wir da noch nicht sehr viel erreicht mit dem globalen Ausstieg, der doch ganz schnell gehen soll. Wir können mal die EU anschauen. Die EU ist mit noch das Beste, was wir bieten können. Auch die USA hat einen signifikanten Verbesserungsanteil erreicht, allerdings nicht durch Energiewende, sondern durch den einfachen Ersatz, dass Öl durch Shale-Gas ersetzt worden ist und weil Gas mehr Wasserstoff als Öl enthält. Deswegen werden da weniger CO2-Emissionen im fossilen Bereich entstehen. Bei der EU sieht man das auch, da kann man einen deutlichen Zuwachs der erneuerbaren Energien sehen. Aber ganz unten sehen Sie, wie wichtig der ist. Die EU hat eben nur 15% Anteil an dem Energieverbrauch von G20. Und darum sieht man das in der Summenbilanz nicht so gut. Und Deutschland ist jetzt der größte Anteilseigner von EU und das sind 5%.
Aber wir können da erkennen, wir haben zwar große Anstrengungen unternommen, um erneuerbare Energien aufzubauen, aber Sie sehen, dass das im Wesentlichen dazu genutzt wurde, um den Verlust von Kapazität der Kernenergie auszugleichen. Also fossile Energien haben wir noch nicht viele abgebaut. Ich möchte das ganz deutlich betonen. Und dann gibt es natürlich auch Länder wie Japan und Südkorea, die aus bekannten Gründen ihren fossilen Energieanteil sogar erhöht haben. So, also das ist die Problemstellung und hier sehen Sie, was wahrscheinlich die Lösung ist, nämlich große Mengen von erneuerbarer Energie anzuzapfen. Das hat jetzt nichts mit einem Solarfeld in Deutschland zu tun. Sie können anhand des Fotos deutlich ermessen, dass verschiedene Investoren auf der Welt daran glauben, dass man das in größerem Stil machen kann. Und man muss sich natürlich überlegen, das ist nicht so einfach, das wirklich nutzbar zu machen, denn an der Stelle, wo dieses Solarfeld steht, gibt es keinen einzigen Nutzer. Also man wird sich mit dem Transport von erneuerbarer Energie in großen Mengen intensiv beschäftigen müssen. Und genau das ist die Stelle, wo der Wasserstoff eine wesentliche Rolle spielt. So. Also ein Problem, das wir haben, ist, dass wir bei uns in Deutschland glauben, dass wir unsere Energie nur in Deutschland herstellen können und dass wir autark sein wollen von Importen von Energie, was nicht sehr plausibel ist, dass das gelingt. Wir haben schon einiges installiert, das ist völlig unstrittig und das hat natürlich auch eine gewisse Wirkung. Allerdings sind Energieinstallationen in Deutschland nicht besonders effizient, weil ihr Kapazitätsfaktor ist leider nur 0,17. Und wenn man das dort tun würde, was auf dem Titelbild gestanden hat, dann hätte man einen Kapazitätsfaktor von ungefähr 0,45 und wenn man das mit Windrädern kombiniert, sogar von 0,65. Und unser heutiges Stromsystem ist überhaupt nur noch stabil, weil wir im Prinzip einen makroskopischen Speicher anzapfen, nämlich die Stromsysteme unserer Nachbarstaaten. Wir machen das mit Import-Export-Lösungen. Und nur weil die anderen Staaten im Aufbau von erneuerbaren Energien nicht so weit vorangeschritten sind wie wir, funktioniert eigentlich unser Stromsystem noch. Jetzt werfe ich einen kleinen Blick auf Kosten, aber da muss man äußerst vorsichtig sein damit. Es wird immer gesagt, erneuerbare Energien seien also fürchterlich teuer. Und da stellt man fest in diesem Diagramm, das ich von der Fraunhofer-Gesellschaft genommen habe, dass das stark davon abhängt, wie man erneuerbare Energien einsetzt. Sie können als Referenzpunkt vielleicht den roten kleinen Balken sehen. Das ist ein modernes Gas- und Dampfkraftwerk, das ganze Jahr läuft. Und das sagt Ihnen, dass mit einem einigermaßen nicht kohlenstoffbasierten oder nicht kohlebasierten Einsatzstoff man größenordnungsmäßig einen Gestehungspreis von Elektrizität von, sagen wir mal, 8 Euro Cent hinkriegt. Eine ganz wichtige Tatsache, die ich Ihnen mitgeben möchte auf die Diskussion ist, wir werden gleich sehen, dass die Volatilität von erneuerbarer Energie in Deutschland sehr groß ist und dass man deswegen immer drehende Massen, also Kraftwerke auch in Zukunft brauchen wird. Aber es ist sehr unschlau, diese Kraftwerke so auszulegen, dass sie nur dann Strom erzeugen, wenn kein Wind- und Sonnenenergie zur Verfügung steht, weil, wie der ganz rechte Balken Ihnen zeigt, der Strom, der dann daraus gewonnen wird, so unendlich teuer ist, dass wir uns so eine Betriebsweise nicht leisten können. Wir sollten es also schlauer machen und sollten uns überlegen, dass wir in Zukunft, und hier sehen Sie jetzt mal einen Ausschnitt aus dem deutschen Stromverbrauch, der war also kürzlich im Sommer 2021, das war eine willkürliche Woche, die ich da rausgegriffen habe. Da sehen Sie oben die schwarze Kurve, das ist der Stromverbrauch und Sie sehen an den gelben und grünen und also grün-grauen Diagrammen, wie viel erneuerbare Energie im System war. Sie sehen blau und gelb, wie viel Gaskraftwerke gelaufen sind. Grün ist die Biomasse und blau ist die Wasserkraft. Und das weiße Feld ist das, was durch die Unterdeckung entstünde, wenn wir keine Atom- und Kohlekraftwerke mehr im System haben. Sie können unschwer erkennen, und das wollte ich damit zum Ausdruck bringen, einfach mehr erneuerbare Energieinstallationen aufzubringen, wird das Problem nicht lösen. Und wenn wir so viel erneuerbare Energieinstallationen aufbringen, dass auch in den Minima dieser Kurve die erneuerbare Energiekurve bis zur schwarzen reicht, dann haben wir eine derartige Überpopulation mit energieerzeugenden Anlagen in unserem Land, dass wir uns das aus vielerlei Gründen nicht leisten können, selbst wenn das technisch möglich wäre. Das wollen wir aber gar nicht. So, was ist die Alternative? Die Alternative ist die chemische Batterie. Die möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz darstellen. Wir benutzen Kohlenstoff als Träger für Wasserstoff und die eigentliche Energie steckt natürlich in dem Wasserstoff und mit Sauerstoff wird die wieder freigesetzt. Dadurch bauen wir einen technischen Kreislauf, der eigentlich genauso funktioniert wie der natürliche Kohlenstoffkreislauf, nämlich Photosynthese und Atmung.
Der Wasserstoff in diesen Gleichungen, die Sie gleich sehen werden, ist das Lithium der chemischen Batterie, so wie das normale Lithium der Transportstoff für die elektrochemische Batterie ist. Und Kohlenstoff erfüllt die Funktion der Elektrode, die sonst aus Kobaltoxid zum Beispiel besteht. Der Energiegehalt ist gewaltig. 817 Kilojoule pro 44 Gramm Kohlendioxid bei Raumtemperatur ist eine sehr große Energiemenge und die ist sehr, sehr viel größer als die Energiemenge, die in einer konventionellen Batterie steckt. Sie sehen später noch ein Diagramm dazu. Allerdings ist natürlich das Leben nicht so schön wie in einer normalen Batterie, denn die Umwandlung zwischen Laden und Entladen hat erhebliche Verluste. Die sind sehr viel größer als die Verluste, die man in einer elektrochemischen Batterie hat. Also die chemische Batterie hat insgesamt einen Verlustfaktor von etwa 75%, würde ich sagen. 25% können wir davon gewinnen. Aber die chemische Batterie ist beliebig skalierbar. Man kann sie auch zu globalen Dimensionen bringen. Und man braucht eine zusätzliche Technologie dazu, nicht nur Strom und die Batterie, man braucht auch Katalysatoren dazu. Und das ist der Grund, warum wir uns mit sowas beschäftigen, weil das unsere Wissenschaft darstellt. Aber die gute Nachricht ist, man braucht dazu nicht irgendwelche teuren Edelmetalle oder seltenen Edelmetalle, sondern alle die Katalysatoren kann man mit reichlich vorhandenen Elementen durchführen. So, wie funktioniert so eine Batterie? Wenn man sie auflädt, nimmt man Kohlendioxid und Protonen und Elektronen und macht daraus Methan und Wasser. Und die Protonen und die Elektronen stammen natürlich aus der Wasserspaltung. Das ist die untere Gleichung. Und Sie sehen hier die Summengleichung. Kohlendioxid und Wasser werden zu Methan und Sauerstoff umgesetzt. Und die Entladereaktion ist natürlich entsprechend die Verbrennung von Methan. Also Methan wird mit Sauerstoff umgesetzt. Es bildet sich Kohlendioxid und Wasser. Und natürlich wird dann entsprechend auch die Umkehrreaktion der Wasserspaltung dort ablaufen. Und dann sehen wir, dass die Entladereaktion ist Methan und Sauerstoff, gibt CO2 und Wasser. Also das funktioniert eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist auch beliebig skalierbar. Wir beherrschen das eigentlich. Es ist nicht sehr effizient im Verhältnis zu einer chemischen Batterie, aber man kann das in beliebige Größe überall auf der Welt skalieren. So, das ist sicher ein Vorteil. So, gibt es denn eigentlich genügend Energie? Das ist auch eine sehr interessante Frage, die intensiv diskutiert wird, damit man mal Dimensionen erkennt. Also die Welt, die menschliche Welt, verbraucht derzeit 18,5 Terawattjahre an Energie. Ich möchte deutlich darauf hinweisen, dass das nicht Terawattstunden, sondern Terawattjahre sind. Wenn Sie wissen wollen, wie viele Terawattstunden sind, bitte mal 8760 multiplizieren. Das ist eine sehr große Zahl. So, 5% davon werden zurzeit erneuerbar hergestellt, 95% sind fossil. Das kann nicht so bleiben. Wenn man alle fossilen Energiequellen, die wir auf der Erde haben, soweit man das einigermaßen abschätzen kann, zusammennimmt, können wir uns dieses Verfahren noch für etwa 85 bis 90 Jahre leisten. Das heißt, am Ende dieses Jahrhunderts wäre die Energiewende ohnehin notwendig, weil es einfach nicht mehr genügend Brennstoff gibt. Allerdings würde daraus eben eine 3,5 bis 4 Grad Erhöhung der mittleren Temperatur auf der Erde erfolgen. Es ist bemerkenswert, dass diese Zahl so gut mit den Vorhersagen der Klimamodelle übereinstimmt, sodass man sich darauf einschießen kann. Diese 4 Grad werden wahrscheinlich schon die richtige Größenordnung sein, die wir treffen. Umgekehrt würden 1% der globalen Landfläche ausreichen, um mit Sonnenenergie die gesamte Menschheit zu versorgen. Wenn Sie wissen wollen, wie viel 1% der globalen Landfläche sind, kann man zum Beispiel sagen, die Hälfte der saudi-arabischen Wüste würde dafür reichen. Allerdings hat man dann ein Problem und dieses Problem ist erheblich und mit dem beschäftigt sich jetzt der Rest dieses Vortrags, nämlich wie löst man das Problem, dass diese Energie zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Das muss man natürlich lösen. So, jetzt gebe ich Ihnen die Zahlen jetzt wieder in entsprechenden Dimensionen, wie viel Gas, Öl, Uran und Kohle die Menschheit noch hat. Und das sind in Summe eben diese 85 Jahre. Also man hat noch reichlich. Und es ist schon eine interessante Frage, ob wir uns aus klimatischen Gründen leisten können, alle diese Kohlenstoffatome in CO2 umzuwandeln. Ich befürchte, dass das nicht geht. So, das ist jetzt eine einmalige Energiemenge. Und wenn wir das alles verbrannt haben, dann ist sie weg. Wenn wir erneuerbare Energien verwenden, dann verfügen wir über ganz andere Dimensionen, weil wir nämlich dann diese Terawattjahre pro Jahr bekommen. Das heißt, wir bekommen sie immer wieder. Und schon alleine aus dem Grund erkennt man, dass eine Energiewende eine extrem sinnvolle technologische Erneuerung ist, die wir uns vornehmen sollten, weil wir dann eine quasi unauslöschliche Energiequelle haben, die auch bei großen Zunahme der Energie nicht versiegen kann.
Umgekehrt lernt man daraus, dass natürlich erneuerbare Energie nicht etwas Wertvolles und Teures ist, wie sie in Deutschland dargestellt wird, sondern dass es etwa das Häufigste ist, was wir auf diesem Planeten finden können, sofern wir das Speicher- und Transportproblem lösen können. Also primäre erneuerbare Energie gibt es wie Sand am Meer und wir müssen uns deswegen auch nicht um Effizienzfragen kümmern, so wie die Natur das auch nicht tut. Die Natur macht ihren Kohlenstoffkreislauf mit 1% Effizienz. Wir würden davon ausgehen, dass wir vielleicht eine 20-prozentige Effizienz in unserem menschlichen Kreislauf zustande kriegen. Damit können wir also mit der Natur ohne weiteres mithalten. Aber es ist nicht erforderlich, auf Energiegründen so etwas besonders prozesseffizient zu machen. Über die Kosten dieser Prozesse, das ist eine ganz andere Frage. Über die will ich nicht viel verlieren. Ich zeige Ihnen auch gleich, warum das so ist. So. Jetzt, wie schaut so ein Energiesystem aus? So ein Energiesystem besteht natürlich aus zwei wesentlichen Säulen, nämlich aus Wasserstoff und aus elektrischem Strom. Und damit man die nutzen kann, braucht man die gelben Kästchen, nämlich entsprechende Infrastrukturen. Und das ist im Augenblick das größte Problem daran, dass wir dieses umgebaute Energiesystem so nicht nutzen können, weil uns die entsprechenden Infrastrukturen fehlen. Dann gibt es weitere Verbraucher. Strom selbst ist natürlich ein Verbraucher, weil man sehr viele Dinge mit Strom machen kann. Ich habe ein paar andere als graue Kästchen dahingeschrieben. Und dann gibt es natürlich ein paar Quellen der erneuerbaren Energien. Da sehen Sie Wind und Sonne, das ist das, was wir glauben. Dann haben wir ein bisschen Biomasse und wir haben dann auch noch ein paar fossile Quellen, weil ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass wir in den nächsten 50 Jahren alle fossilen Energiequellen aus dem globalen Energiesystem rauskriegen werden. So, das gleiche Diagramm sieht dann etwas verwirrend aus, wenn man alle Beziehungen einzeichnet. Ich möchte Ihnen auch nicht die jetzt alle vordeklinieren, sondern ich möchte Sie auf die drei Farben hinweisen, die Sie sehen können. Das rote innere Pfeilsystem ist einfach das Umwandlungssystem zwischen Wasserstoff und Strom. Das kennen Sie leicht und das geht in beide Richtungen. Das funktioniert auch gut. Dann haben wir das blaue System. Das blaue System ist der Austausch von Kohlenstoff oder Kohlenstoffderivaten in diesem Energiesystem von den Pfeilen. Und dann haben wir das schwarze System. Das ist der Austausch von Wärmeenergie oder elektrischer Energie in die anderen Verbraucher. Das ist also mäßig komplex, aber es ist nicht überkomplex. Man kann das relativ leicht durchschauen. Ich möchte Ihnen Sie jetzt einfach nicht verschrecken, sondern Ihnen nur sagen, ja, Energie ist ein System. Und wenn man sich mit Energiewende und Wasserstoff beschäftigt, dann möge man bitte das gesamte System im Auge behalten und nicht immer nur einen Ausschnitt. Denn sonst bekommt man eine nichtlineare Antwort des Gesamtsystems, die nicht notwendigerweise so ausschaut, wie man sich das vorgestellt hat. Historisch gibt es da gute Beispiele, aber da möchte ich jetzt keine Zeit darauf verschwenden. So, also, was ist die Rolle von Wasserstoff dann in so einem System? Also im Wesentlichen kann man damit Transport und Speicherung von elektrischer Energie in beliebiger Menge machen. Die Kosten davon hängen im Wesentlichen davon ab, was der Strompreis ist. Also die anderen Kosten, die damit verbunden sind, sind nicht wichtig. Und ich habe in Klammern geschrieben, die Kosten des Strompreises sind in Europa und in vielen Stellen der Welt eigentlich politisch und nicht sachlich gegeben. Da kann man also drehen dran. Und dann muss man den Wasserstoff transportieren können. Und das ist eine schwierige Aufgabe, weil Wasserstoff als Gas oder auch als Flüssigkeit relativ unhandlich ist. Man wird also einen Teil davon vielleicht so transportieren, vor allen Dingen dann, wenn man ein Pipeline-System betrachtet. Aber wenn man das in einen Behälter, zum Beispiel ein Schiff, füllt, wird man wahrscheinlich Derivate davon nehmen. Und viele von diesen Derivaten kennen Sie dann unter dem Kürzel E-Fuels. Wir reden mal ganz kurz über Geld, damit Sie ein Gefühl haben, wie teuer das ist. Das ist die Weltkarte und da sieht man, je roter es wird, desto billiger ist es, an diesen Stellen Wasserstoff zu erzeugen. Und unangenehmerweise sehen wir da, wo es kalt und blau ist, da ist es halt sehr teuer, Wasserstoff zu erzeugen. Und wie es mal wieder so ist, Mitteleuropa und auch Deutschland gehört zu den relativ kalten Teilen. Also es gibt sehr viel bessere Stellen, wo man Wasserstoff erzeugen kann als in Deutschland. Und es wäre schön, wenn sich alle Leute daran erinnern würden, dass das so ist. Es gibt eine wilde politische Debatte, ob die Verbesserung der Erzeugungseigenschaften an den roten Stellen nicht dadurch aufgefressen wird, dass der Transport so schwierig ist. Das ist eine Debatte, die werden wir erst am Ende entscheiden können, wenn wir einen Weltmarkt von Transportsystemen haben. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass dieser Weltmarkt im Augenblick im Entstehen ist, dass aber Deutschland daran nicht beteiligt ist. Und ich befürchte, dass die Entstehung dieses Weltmarkts darauf auch keine Rücksicht nimmt, ob da Deutschland jetzt mitdiskutiert oder nicht.
So, das ist jetzt ein kleines Spielbildchen. Hier sehen Sie den wesentlichen Aufbau, den man braucht, um das zu realisieren. Das ist eine Elektrolyse-Einrichtung. Das ist jetzt nicht mehr ganz Labordimension. Das ist also ein Versuchsfeld, das wir betreiben, indem wir insbesondere die wissenschaftlich schwierige Frage untersuchen, ob denn ein Elektrolyseur stabil und effizient betrieben werden kann, wenn der speisende Strom, der dort kommt, instabil ist. Also wenn der permanent schwankt, weil Wolken über das Solarfeld ziehen oder weil der Wind nicht mit gleicher Geschwindigkeit weht. Ich kann Ihnen die vorläufige Antwort geben und sagen, das ist ein lösbares Problem. Wir sind der Meinung, dass das am Ende die Verwendung von Elektrolyseuren auch mit variabler Last ohne weiteres zulässt. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie denn so ein Transportsystem systemisch ausschaut. Wir haben also erneuerbare Energie. Wir nehmen diese erneuerbare Energie und erzeugen dabei Wasserstoff. Dabei ist das elektrochemische Wasserspaltungsverfahren ein wichtiges, aber nicht das Wichtigste für sich alleine, sondern es gibt auch noch andere Verfahren. Aus Zeitgründen gehe ich darauf nicht ein. Und dann nimmt man diesen Wasserstoff und verwandelt ihn in Derivate. Ich habe Ihnen an den farbigen Kästchen LOHC, Ammoniak, Methan und Methanol ein paar aufgeschrieben. Die sind einfach mit heutigen Transportinfrastrukturen beherrschbar. Die kann man, ohne dass es zusätzliche Aufbauten braucht, kann man sie einfach auf der Welt transportieren. Und wenn man sie dann transportiert hat, kann man sie entweder nutzen, indem man sie gleich als Kraftstoff einsetzt, oder man kann sie in Chemikalien umwandeln oder in Wasserstoff wieder zurückwandeln. Alle diese Dinge sollten immer so effizient wie möglich betrieben werden. Und damit sie so effizient wie möglich betrieben werden, sollte man möglichst wenige Konversionsschritte machen. Das heißt, wenn man den Wasserstoff erzeugt, sollte man sich gleich überlegen, was man am Ende mit der gespeicherten erneuerbaren Energie tun will. Und deswegen erwarte ich, dass es nicht eine von diesen Lösungen gibt, sondern wahrscheinlich alle, die ich auf diesem Diagramm dargestellt habe, weil alle von diesen Lösungen unterschiedliche Anwendungen unterschiedlich gut bedienen können. Also versuchen wir doch, uns darum zu kümmern, dass wir keinen Streit führen, was jetzt die goldrichtige Lösung für die Menschheit ist, sondern gehen wir mal davon aus, dass wir alles das einsetzen und der Markt bzw. die Nutzer werden später mal entscheiden, in welcher relativen Dimension das passiert. Das war das versprochene Diagramm, warum Batterien vielleicht doch keine so guten Energiespeicher sind wie Wasserstoff. Und Wasserstoff ist jetzt auch kein so besonders guter Energiespeicher, wie Sie sehen, gegenüber den Derivaten. Das sind die roten Punkte, die stark nach oben gehen. Und es ist leider eine Ironie der Geschichte, dass die besten Energiespeicher, die wir haben, sind eben Benzin und Diesel. Und deswegen sind wir in der unangenehmen Situation, dass wir jetzt eine neue Technologie einführen müssen, deren Energiespeicher weniger effizient ist als der alte. Und deswegen kann man sie ganz gut verstehen, dass es natürlich eine große Tendenz dazu gibt, das alles in Frage zu stellen, weil warum soll man mit viel Geld etwas Neues machen, wo doch das alte schon so gut ist? Ich hoffe Ihnen aber im ersten Teil gezeigt zu haben, dass wir so nicht weitermachen können. So, jetzt gehe ich noch ein bisschen auf Skalen ein. Ich versuche mich ein bisschen zu sputen, deswegen entschuldigen Sie, dass ich auf ein paar Dinge viel schneller eingehe, als ich es ursprünglich mir gedacht habe. Ich möchte mit Ihnen ganz kurz ein paar Punkte besprechen mit dem Umgang von Wasserstoff. Also Wasserstoff ist kein Erdgas und es gibt erhebliche technologische Schwierigkeiten, wenn man Erdgasinstallationen auf Wasserstoff umstellen will. Wenn Sie darüber etwas wissen wollen, kann ich das gerne in der Fragestunde erklären. Das ist nicht so einfach. Und dann gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, was Wasserstoff kostet und wie teuer das ist. Auf das möchte ich auch nicht eingehen. Ich zeige Ihnen jetzt ja nach dem Diagramm, dass Ihnen zeigt, wie unsicher solche Aussagen sind. Und ich möchte auch stark darauf hinweisen, dass es hier einen großen Unterschied zwischen Kosten und Preisen gibt. Kosten sind etwas, was wir technologisch beherrschen können. Preise sind eine Angelegenheit der Gesellschaft und der Politik. Da haben wir nicht so viel mitzureden. Wir kümmern uns nur um Kosten. Und der Energiepreis oder auch die Energiekosten sind der wesentliche Anteil an der ganzen Angelegenheit. In diesem Diagramm zeige ich Ihnen alle Möglichkeiten, die wir eigentlich haben. Man erkennt, dass wir entweder Wasser spalten können oder dass wir Kohlenwasserstoffe spalten können. Und dafür gibt es verschiedene Spielvarianten. Die Zahlen, die Sie da sehen, sind die thermodynamisch minimal notwendigen Energieaufwendungen, die man braucht, um diese Wasserstofffreisetzung zu bewirken. Und da muss man jetzt auch wieder so ein Vorurteil aus der Welt schaffen. Es ist kein Vorteil, wenn diese Energie klein ist. Denn wenn diese Energie klein ist, sagt es uns auch, dass die Speicherkapazität oder die Ladekapazität der chemischen Batterie auch klein ist. Also es ist nicht falsch, dass die größte Energie, die wir in das System reinstecken können, die Energie der Wasserspaltung ist. Wenn man die chemische Batterie wieder zu Wasser zurück entlädt, dann kriegt man auch die meiste Energie wieder raus aus dieser Batterie.
So, jetzt zeige ich Ihnen wieder mal so eine Kostenschätzung. Da ist sehr viel wirtschaftswissenschaftliches Wissen eingeflossen. Aber am Ende des Tages ist der gelbe Balken, sagt Ihnen, was Wasserstoff heute kostet. Dann sieht man, dass alle Gestehungsmethoden, die wir im Augenblick kennen, ungefähr die gleiche Energiepreise zur Folge haben, mit einer Ausnahme. Das ist nämlich dann, wenn man Wasserstoff durch Elektrolyse in einem bestehenden Stromnetz macht. Also genau das, was die deutsche Energiewende jetzt mit der Wasserstoff, mit der nationalen Wasserstoffstrategie vorschlägt, nämlich Wasserstoff in unserem Netz zu erzeugen und das zu Speicherzwecken oder zu anderen Zwecken zu benutzen, ist die ökonomisch schlechteste Lösung, die man eigentlich wählen kann. Und deswegen möge man auch vorsichtig sein, wenn man den weiteren Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur in unserem Land betrachtet. Solange das mit dem Netz verbunden ist, ist das keine gute Lösung. Meine Skepsis gegenüber Preisen sehen Sie an dieser Grafik, die ich aus der Tagesschau entnommen habe. Das ist der Gaspreis. Und da sehen Sie interessanterweise, wie ein exponentielles Wachstum eines Energieträgerpreises innerhalb von 3 Monaten ausschauen kann, obwohl wir alle davon ausgehen können, dass sich innerhalb von 3 Monaten die Nachfrage nach Gas kaum verändern kann, weil man kann nicht so viele neue Installationen bringen, dass es rechtfertigen wäre, dass der Preis jetzt um einen Faktor 4 höher ist, als er vor 3 Monaten war. Also ich werde mal ganz vorsichtig mit solchen Kosten- und Preisargumenten. Das ist ein sehr volatiles Geschäft, das man da betreibt. So, jetzt schauen wir mal, wie grün ist eigentlich Wasserstoff. Das ist eine beliebte Diskussion, die wir haben. Und man kann diese Grafik ganz kurz machen. Es gibt kein Verfahren auf dieser Erde, das Wasserstoff 100% grün erzeugt. Es gibt nur eine unterschiedliche Grauigkeit des Wasserstoffs, möchte ich mal so sagen. Die einzige Methode ist natürlich die, wenn wir also biologische Kohlenwasserstoffquellen nehmen und dann den entstehenden Kohlenstoff in irgendeiner Weise so speichern, dass er vollständig aus dem Verkehr gezogen wird. Und dann kriegen wir diese grüne Kurve. In allen anderen Fällen gibt es weiterhin eine CO2-Emission. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie das im Kopf behalten. Auch grüner Wasserstoff hat eine CO2-Fracht von 2 Tonnen CO2 pro Tonne Wasserstoff. Und da kommen alle Verluste, die sich auf dem Transportweg ergeben, dann noch dazu. Also so grün ist der grüne Wasserstoff auch nicht. Deswegen können wir uns vielleicht von dieser farbenleeren Diskussion verabschieden. Wir sollten uns einfach darauf einigen, wir sollten so schnell wie möglich einen Wasserstoff verwenden, der einen so klein wie möglichen CO2-Rucksack hat. Das, glaube ich, wäre eine pragmatische Definition. So, jetzt, wie groß ist denn das eigentlich? Wie viel von dem Wasserstoff brauchen wir? Ich teile nicht ausdrücklich nicht die Meinung von vielen Kollegen, die also Szenarien entwickeln, um die Menge des Wasserstoffs, die wir in Deutschland brauchen, so klein wie möglich zu rechnen. Wir gehen einfach mal davon aus, dass der Energieverbrauch, den wir haben in Deutschland, ungefähr konstant bleiben wird. Und ich glaube auch nicht, dass das so gewaltige Effizienzgewinne sind, denn es gibt natürlich Effizienzgewinne, wenn wir mit Wasserstoff statt mit Kohle arbeiten. Das ist unbestritten. Aber es gibt auch wieder neue Effizienzverluste, die durch Verteilung und Speicherung dieser erneuerbaren Energie entstehen. Und cum grosso modo gehe ich jetzt mal davon aus, dass man da nicht so viel gewinnen kann. So, dann schauen wir mal auf die Zahlen. Dann sehen Sie, also so viele Terawattstunden an erneuerbarer Energie haben wir bisher leider noch nicht erzeugt. Wenn man sich überlegt, dass also Deutschland ist der Energieverbrauch an Endenergie größenordnungsmäßig 2500 Terawattstunden, dann können Sie selber ausrechnen, wie viel das ist. Ich glaube, wenn wir jetzt uns als Ziel setzen würden, dass wir diese 20% des Endenergiebedarfs in Deutschland herstellen, das entspricht ungefähr dem, was man zu besten Zeiten aus der Braunkohle geholt hat. Das wären also 475 Terawattstunden. Das wäre schon ein gewaltiges Ziel, denn Sie können sich vorstellen, dann müssen Sie die doppelte Menge von Windrädern aufstellen, die wir heute haben. Und wie gesagt, Kosten und Preise, darauf kann man auch eine schöne Antwort geben. Also die heutigen Kosten von Elektrizität liegen ungefähr bei 3 Cent und die heutigen Preise liegen bei 30 Cent. Und da darf man auch eine interessante Diskussion darüber führen, warum das so ist. So, jetzt gehen wir in die Mengen, damit Sie ein Gefühl dafür kriegen. Wir reden hier von gewaltigen Mengen von Wasserstoff. Also würde man mit dieser sehr einfachen Milchmädchenrechnung die EU mit Wasserstoff versorgen, dann müsste man 300 Millionen Tonnen Wasserstoff jedes Jahr nach Europa bringen. Das ist ganz schön viel.
Deutschland würde davon 62 Millionen Tonnen bekommen. Die Industrie alleine, die in sehr vielen von den Studien, die erzählt, dass man gar nicht so viel Wasserstoff braucht, einfach nicht berücksichtigt werden, weil die sagen einfach, diese Industrie wird weggehen oder man wird das woanders auf der Welt machen, wo das günstiger ist, wird etwa die Hälfte dieser Energiemenge brauchen. Und letztlich die Studien, die man jetzt so findet, die summieren sich so mehr oder weniger auf eine Dimension von um 20 Millionen Tonnen pro Jahr. Die nationale Wasserstoffstrategie, die ich vorhin schon erwähnt habe, die ich als sehr positiv empfinde, weil sie klarlegt, dass wir das tatsächlich in großen Mengen brauchen, hat sich ein bisschen in der Größenordnung vergriffen. Mit den 0,75 Millionen Tonnen Wasserstoff werden wir das Energieproblem in Deutschland nicht lösen können. So, ein kurzes Punkt auf Mobilität. Ich bin nicht der Meinung, dass Mobilität unser größtes Problem ist, weil es gibt andere Teile des Energiesystems, die sehr viel mehr CO2 emittieren und bei der eine Defossilisierung viel einfacher geht wie in der Mobilität. Aber diese Meinung wird von vielen nicht geteilt. Darum sage ich auch was dazu. Klar fahren wir in Zukunft elektrisch. Da gibt es überhaupt keine Diskussion darüber. Das ist die beste Möglichkeit. Die Frage ist nur, wo kommt die elektrische Energie her? Eine Möglichkeit ist direkt, das mit Wasserstoff zu machen. Dann tanken Sie Wasserstoff und fahren mit einer Brennstoffzelle. Aber ob das eine gute Idee ist, da habe ich so meine Zweifel dran. Nicht nur wegen der Probleme der Wasserstoffnutzung, sondern auch wegen den Kosten von vielen Millionen Brennstoffzellen. Und dann gibt es die E-Fuels oder die synthetischen Kraftstoffe. Die haben ein Problem, nämlich dass sie einen CO2-Leck erzeugen, das man irgendwie schließen muss. Aber dafür sind sie sehr gut kompatibel mit den heutigen Systemen. Sie brauchen keine neue Infrastruktur und den Effizienzgewinn, den man durch das elektrische Fahren damit gewinnt, kann man trotzdem einheimsen. Also wäre ich doch der Meinung, dass man die E-Fuels nicht so aus dem System entfernen soll, wie es in der heutigen Diskussion stattfindet. Das Schema eines zukünftigen Autobaukastens der Zukunft, egal ob es ein LKW oder ein PKW ist, sieht für mich so aus. Man hat ein elektrisches Fahrsystem, man hat eine kleine Batterie, die hier Primärbatterie nennt. Und dann hat man einen ganzen Baukasten von Möglichkeiten, wie man diese Primärbatterie mit Strom versorgt. Man kann sie natürlich in eine Steckdose stecken, dann hat man das batterieelektrische Auto, das wir schon kennen. Man kann, wie gesagt, eine Brennstoffzelle verwenden oder man kann die E-Fuels nehmen. Was man nicht tun sollte, ist ein Plug-in-Parallel-Hybrid bauen, was wir heute tun, weil das verbindet eigentlich nur die schlechten Eigenschaften beider Systeme und nicht die guten. Das lasse ich jetzt weg, sondern ich zeige Ihnen noch ein paar Zahlen, weil Sie mögen vielleicht die Zahlen sehen. Diesen Artikel von Herrn Zellner kennen vielleicht viele von Ihnen. Ich habe ihn jetzt einfach nur noch einmal ein bisschen zusammengestellt, dass man es besser vergleichen kann. Hier wird verglichen, wie viele Tonnen CO2 ein normaler PKW im Laufe seines mittleren Lebens als Ganzes emittiert. Und dabei wird der Bau des Autos, der Erzeugung des Kraftstoffs und der Transport des Kraftstoffs zum Auto und natürlich der Verbrauch des Kraftstoffs im Auto zusammengezählt. Und da kommt cum grano salis raus, so ein Auto emittiert normalerweise ungefähr zwischen 40 und 50 Tonnen CO2 im Laufe seines Lebens. Wenn Sie einen Diesel fahren, tun Sie der Umwelt was Gutes, wie man sehen kann, das ist deutlich niedriger. Wenn Sie jetzt einen Plug-in-Hybrid mit heutiger Technik, heutiger Ladetechnik verwenden und mit heutigem Strommix, tun Sie der Umwelt nichts Gutes. Wenn Sie ein batterieelektrisches Auto verwenden mit heutigem Strommix, tun Sie gar nichts Gutes für das System. Wenn Sie mal das Stromsystem vollständig defossilisiert haben, dann sieht das ganz anders aus. Dann gelten die beiden grünen Zahlen, die Sie da sehen. Und der mit E-Fuels betriebene serielle Hybrid, der liegt so eigentlich auch nicht schlecht. Also das ist auch ein Fahrzeug, das natürlich eine CO2-Emission hat, aber es ist deutlich geringer als heute. Man würde mit diesen Zahlen, die grünen und die roten Zahlen, jede EU-Vorgabe in den nächsten 30 Jahren, was die CO2-Flottenemission von PKWs hat, erfüllen können. So, jetzt noch ganz kurz die Zusammenfassung, dann bin ich fertig. Wie geht es denn eigentlich weiter? Wir sollten uns als erstes damit beschäftigen, weil wir Wissenschaftler sind oder die Wissenschaftler, denen wir zuhören, was ist denn eigentlich die Rolle der Wissenschaft, was müssen wir tun? Als erstes müssen wir das Energiesystem der Zukunft mal designen. Das ist bisher leider noch nicht geschehen, weil Szenarien, die es reichlich gibt, sind kein Design. Zweitens brauchen wir natürlich ein besseres fundamentales Verständnis der Prozesse, die wir heute benutzen. Und ich habe da ausdrücklich hingeschrieben, das gilt auch für die Materialwissenschaft. Wir brauchen sehr viele neue Funktionsmaterialien, deren Ansprüche so sind, dass wir die heute nicht erfüllen können. Das muss man ganz klar sagen. Da gehören auch die Katalysatoren dazu, aber es gibt auch viele andere.
Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir die Energiewende organisieren. Man soll sie eben nicht sektorieren, wie das heutige Klimaschutzgesetz das in Deutschland macht, sondern man soll natürlich die Wertschöpfungsketten entsprechend gemeinsam betrachten. Und das sollte man besser als eine Kooperation zwischen Industrie und Wissenschaft machen und nicht, wie das jetzt ist, so als ein bisschen ein Wettrennen, das da stattfindet. Und dann brauchen wir Demonstratoren, und zwar richtige Demonstratoren, nicht so kleine Dinger, die man in Container stecken kann. Aber da gibt es erhebliche rechtliche Schwierigkeiten. Ich sage jetzt mal Reallabore, und was dabei nicht funktioniert hat, können wir auch gerne in der Diskussion vertiefen, wenn Sie möchten. Jetzt komme ich zu einzelnen Punkten, damit man die Wissenschaftsgebiete benennen kann, an denen wir heute was tun müssen. Wir müssen Elektrolyseure viel billiger bauen, als sie heute gebaut werden. Ich spreche jetzt mal den Satz, wir brauchen einen Volkselektrolyseur, so wie wir auch einen Volkswagen mal gebraucht haben. Da sind wir weit weg davon. Das haben wir noch lange nicht. So, dann brauchen wir, da ist jetzt was hängen geblieben, wir müssen uns über unser Stromsystem Gedanken machen. Unser Stromsystem ist in keiner Weise geeignet, dafür zu dienen, mit erneuerbaren Energien sinnvoll umzugehen. Wir müssen Quellen von Wasserstoff finden, die nicht durch Elektrolyse entstehen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, habe ich in meinem Diagramm dargestellt. Und wir müssen uns mit dieser Transportkette beschäftigen. Davon gibt es zwar alle Elemente in irgendeiner Weise in der chemischen Industrie, aber es wurde natürlich nie eine Wasserstofftransportkette der Dimension gebaut, wie ich es Ihnen dargestellt habe. Aber ganz am Ende brauchen wir natürlich auch noch die Entwicklung der ganzen neuen chemischen und verfahrenstechnischen Prozesse. Wenn wir jetzt Kohle und Öl aus industriellen Prozessen entfernen wollen und dafür Wasserstoff nehmen, ist da einiges an technologischen Entwicklungen erforderlich, die ich bisher noch nicht sehen kann. Damit wir bei der Mobilität vor allen Dingen den Kohlenstoffkreislauf schließen können, müssen wir uns mit der CO2-Filterung beschäftigen. Da werden Sie sagen, das ist thermodynamischer Unsinn, 400 ppm CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Da haben Sie möglicherweise recht, aber wenn wir den Klimagelehrten glauben sollen, werden wir das tun müssen, damit wir den Kohlenstoffkreis vollständig schließen können. Man kann darüber diskutieren, ob das wirklich notwendig ist, den Kohlenstoffkreis vollständig zu schließen, aber das ist eine politisch verbotene Diskussion, deswegen will ich sie auch hier nicht führen. So, dann brauchen wir natürlich unsere E-Fuels, auch da gibt es noch einiges zu tun. Ganz sicher können wir bei Batterietechnologie noch zulegen und insbesondere können wir uns darum kümmern, dass es irgendwann einmal ein großes Problem wird, Batterierecycling zu betreiben. So eine gebrauchte Lithium-Ionen-Batterie, insbesondere wenn sie eine große ist, ist nicht einfach zu recyceln. Und da gibt es viele sehr interessante chemische Probleme. Wir werden uns auch mit Pipelines beschäftigen müssen, wie man die baut, wie man die betreibt und wie man sie eventuell aus Gaspipelines umwidmet. Und zum Ende müssen wir uns auch überlegen, dass wir nicht nur in Deutschland eine Energiewende machen müssen, sondern auch in Gegenden, wo es keine Infrastrukturen gibt. Das heißt, wir brauchen zentrale und dezentrale Lösungen, die recht unterschiedliche technologische Anforderungen haben. Zusammenfassend kann man sagen, dass alle diese Dinge sehr schnell sehr gute Lösungen finden müssen. Und ich glaube auch, dass wir noch weitere Durchbrüche in der Wissenschaft brauchen werden, aber Durchbrüche sind von einer Natur, dass man sie nicht planen kann. Deswegen macht es relativ wenig Sinn, dass ich Ihnen jetzt hinschreibe, wir brauchen noch 16 Durchbrüche in diesen und jenen Feldern. Denn wenn ich das aufschreiben könnte, dann sind es wahrscheinlich keine Durchbrüche. So, letzte Folie. Was sollen wir denn praktisch tun? Das Erste ist, wir sollten aufhören, das zu tun, was wir gestern in der Wahlnacht gesehen haben, nämlich symbolische Akte der Energiewende zu vollziehen. Das bringt uns wirklich nicht mehr weiter. Wir sollten auch aufhören, unsere Energiewende mit gewaltigen Subventionen voranzutreiben. Das wird nicht möglich sein. Die Kosten der Energiewende sind so hoch, dass die Industrie und die Nutzer sie untereinander aushandeln müssen. Das ist keine Aufgabe des Staates. Das wird nie gehen. Wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass erneuerbare Energien eine globale und reichlich vorhandene und unerschöpfliche Quelle ist. Und man möge bitte das beachten. Wir haben nur das Konversionsproblem und nicht das primäre Problem, das mit fossilen Energieträgern und auch mit nuklearen Energieträgern inhärent verbunden ist. Wir müssen dieses Transportproblem lösen, aber wir glauben, dass wir dafür Strategien haben, wie das geht. Wir brauchen eben eine solche Wasserstoffwirtschaft. Das ist das, was jetzt das absolut Wichtigste ist, damit wir wirklich ein richtiges erneuerbares Energiesystem bauen können. Und damit wir das tun können, müssen wir uns darum kümmern, dass wir auch dafür da sind. Das heißt, es bildet sich heute bereits ein Weltmarkt für Wasserstoff. Und die Deutschen diskutieren darüber, ob man das machen soll oder nicht, anstatt dass wir uns daran beteiligen. Und das ist ein großer Fehler, den wir da begehen.
Und der wichtigste Fehler, den wir im Augenblick machen, ist, dass wir darüber diskutieren, ob wir das machen wollen, anstatt anzufangen, eine europäische Infrastruktur dafür zu schaffen, damit wir uns tatsächlich europaweit daran beteiligen können. Und damit das Ganze wirklich funktioniert, muss man aufhören, kleinteilige staatliche Interventionen in das fossile Energiesystem zu planen, wie das im Augenblick der Fall ist, sondern man muss tatsächlich diesem Element der CO2-Steuer vertrauen. Das ist wahrscheinlich ein richtiges Element, aber die CO2-Steuer alleine ist kein Allheilmittel. Man wird einen Mix von Technologien und man, also von ökonomischen Technologien brauchen und man wird diesen Mix sehr sinnvollerweise mit den Nutzern, also mit uns, aushandeln müssen. Eine sehr wichtige Aufgabe ist, dass die Kontrolle der Energiewende, wie sie im Augenblick funktioniert, vollkommen unzureichend ist. Und ich würde der sich bildenden neuen Bundesregierung dringend zurufen wollen, bevor ihr eine Energiewende wirklich im Detail denkt, denkt mal darüber nach, wer das wie kontrolliert und wer das wie plant. Denn am Ende des Tages, wie gesagt, wir alle in unserem Land müssen die Energiewende wollen, machen und auch bezahlen. Und da helfen auch keine Demonstrationen am Freitagnachmittag. Das ist eine andere Dimension und wir sollten uns damit auseinandersetzen, dass wir das wirklich machen. So, damit bin ich am Ende. Ich mache das mit einem Zitat von Albert Einstein, das gar nicht schlecht ist, das uns sagt, wir können sehr wahrscheinlich die Probleme, die wir geschaffen haben, nicht mit denselben geistigen Instrumenten lösen, mit denen sie entstanden sind, sondern wir müssen uns wirklich aufmachen, nach neuen geistigen Instrumenten zu suchen. Und ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen näher bringen könnte, was diese geistigen Instrumente sind. Damit bin ich am Ende meines Vortrags und bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Schlögel, für den interessanten Vortrag und eine ganze Reihe von Dingen, die auf Ihrer To-Do-Liste stehen. Und wir haben auch schon einige Fragen aus dem Auditorium. Genau, vielleicht auch noch mal zu den Teilnehmern. Wir können hier schon mal sehen, dass es hier im Zoom-Raum über 70 Teilnehmer zeitweise waren. Und da finde ich eigentlich auch schon mal ein Applaus an die Teilnehmer, dass man einfach mal sieht, es hat doch schon ein große Bedeutung dieses Thema. Die erste Frage, die ich Ihnen weiterleiten möchte, kommt aus dem YouTube-Channel. Bene S. fragt, zählt die Atomenergie zu fossiler oder erneuerbarer Energie oder ist sie eine weitere Kategorie? Nein, ist fossile Energie, ganz eindeutig. Dann vielleicht eine zweite Frage von Dr. Zikan. Carbon hat eine wichtige Funktion im Speichersystem. Warum verwenden so viele Menschen den politischen Ausdruck Karbonisierung und nicht Defossilisierung? Müssen wir als Wissenschaftler nicht beständig darauf hinweisen, die korrekte Sprache zu verwenden? Der Kollege hat hundertprozentig recht, ich tue das auch. Dekarbonisierung ist nicht möglich und nicht sinnvoll. Das ist eine fehlgeleitete Vereinfachung und es ist selbstverständlich Defossilisierung. Vollkommen richtig. Unabhängig davon, dass es ein sperriges Wort ist. Also Dekarbonisierung kann man leichter aussprechen wie Defossilisierung. Aber das liegt an der Folge von Konsonanten und nicht an physikalischen Bedeutung des Wortes. Die nächste Frage von Herrn Zikan ist, um den Vorteil der hohen Energiedichten von Kohlenwasserstoffen zu nutzen, benötigen wir den Kohlenstoffkreislauf, Future Carbon Cycle. Wie vermitteln wir das der Öffentlichkeit heute? Ja, wie gesagt, das ist ein schwieriges Thema. Es ist selbst den Entscheidern und auch vielen Wissenschaftlern nicht klar, wie man einen Kohlenstoffkreislauf konstruiert, weil man in aller Regel nur die erste Hälfte betrachtet, nämlich wir nehmen CO2 zum Beispiel aus irgendwelchen Quellen, die wir nicht abstellen können, also Kaminen, und verbinden die mit grünem Wasserstoff und dann gewinnen wir Kohlenwasserstoffe als Träger. Aber am Ende wird natürlich das wieder als CO2 emittiert. Wenn das wieder in einem Kamin geschieht, ist das kein Problem. Dann kann man relativ leicht einen Kreislauf konstruieren. Aber wenn das in einer mobilen Quelle passiert, also in einer Hausheizung oder in einem Fahrzeug, dann ist das schon ein Problem, weil dann macht man eben einen Kohlenstoffkreislauf mit Leck.
Und deswegen muss man sich überlegen, ob man mit dem Leck leben kann. Das kann man, wenn das Leck klein gegenüber dem Gesamtenergiesystem ist. Und ich würde da mal eine kritische Grenze von 10% ansetzen. Und dann mögen sich viele von Ihnen erinnern, die ersten Schätzungen, wie eine Energiewende ausschauen kann, sind auch davon ausgegangen, dass man die Defossilisierung oder die CO2-Reduktion um 90% erreichen will. Und die letzten 10%, auf die verzichtet man. Und das war auch wahrscheinlich gar keine so schlechte Idee. Denn es gibt auch Teile der CO2-Emissionen des Menschen, die man niemals wegkriegen kann, zum Beispiel die durch Landnutzungsänderungen entsteht, die durch Agrikultur entsteht, die kann man sowieso nicht wegkriegen. Und deswegen hat man dann später die Sub-Zero Technologies eingeführt. Das heißt, man hat gesagt, man muss eben aus der Atmosphäre mit 400 ppm das CO2 rausfiltern. Dieses ist eine deutlich schwierigere Aufgabe, als es im Augenblick diskutiert wird. Es gibt alle möglichen Start-up-Unternehmen, die uns sagen, dass man das mit biologischen oder physikalisch-chemischen Verfahren tun kann. Aber keine von diesen Verfahren werden tatsächlich jemals großtechnisch werden. Also das heutige technologische Portfolio reicht dafür garantiert nicht aus. Dankeschön. Die nächste Frage kommt vom Bachelor of Science Felix Schaumburg. Es wird ja immer behauptet, dass eine Pipeline wie Nord Stream 2 ohne Probleme später für Wasserstoff verwendet werden kann. Stimmt das in Bezug auf die Technik und gibt das überhaupt Sinn für diese Strecke, also von Russland nach Deutschland als Wasserstofflieferant? Also in beiden Antworten würde ich sagen, ja. Also es stimmt garantiert, dass man den Stahl, der ist wasserstoffready, das wurde auch so geplant. Was nicht technologisch zulässig ist, sind die Ventile und Steuereinrichtungen der Pipeline und die Verdichter. Die funktionieren nicht mit diesem Verfahren. Die muss man austauschen. Aber das wäre möglich. Und dann fragt man sich natürlich, bitte, wieso soll Russland uns Wasserstoff liefern? Dafür gibt es zwei Antworten. Das eine ist, Russland macht sich im Augenblick auf, ein sehr großer Windkraftstandort zu werden. Und das wird in aller Regel ein bisschen unterschätzt. Das ist nicht in Sibirien, aber in der Ukraine und also auch im Ural gibt es ein sehr hohes Potenzial an Windkraft. Und das wird im Augenblick gehoben. Und die andere Quelle ist natürlich, man kann das Erdgas mit dem Verfahren der Erdgasspaltung in Wasserstoff und Kohlenstoff, also elementaren schwarzen Kohlenstoff spalten und kann den Kohlenstoff in Sibirien in die auftauende Tundra packen und kann den Wasserstoff über die Nord Stream 2 Leitung zu uns tun. Geschickter wäre es, wenn man das bei uns tun würde, weil natürlich dadurch eine erhebliche Wertschöpfung entsteht und wir könnten den Kohlenstoff auch bei uns brauchen. Aber im Augenblick sieht es so aus, als würden die Russen das selber machen. Sie würden uns wahrscheinlich das Erdgas nicht mehr verkaufen in dem Augenblick, in dem sie die Technologie der Erdgasspaltung großtechnisch beherrschen. Dann wird das aufhören. Dankeschön. Dann ist noch eine anonyme Frage via YouTube gestellt worden. Können Sie noch ein paar Worte zur Verwendung der existierenden Gasinfrastruktur für den Wasserstofftransport sagen? Ja, gerne. Da muss man zwei Dinge betrachten. Natürlich könnte man entsprechende Stahlpipelines des Übertragungsnetzes, die so wie Nord Stream 2 konstruiert sind, umbauen auf Wasserstoffnutzung. Das geht. Ob das wirklich gut geht, wissen wir noch nicht, weil nicht alle Materialien Hydrogen ready waren, insbesondere bei Pipelines, die jetzt vielleicht schon 30, 40 Jahre alt sind, da hat das keine Rolle gespielt. Man muss aber die Frage stellen, ob das wirklich eine gute Methode, mit Ausnahme von einigen Pipeline-Strecken ist, die einfach heute leer sind, weil man sie nicht mehr braucht. Die kann man ja ruhig dafür nehmen. Aber ich behaupte sehr intensiv, dass wir uns das genau überlegen sollten, ob wir den Transport von Gas heute einschränken sollten, wenn wir uns überlegen, dass am Ende da etwa 45 Millionen Nutzer dranhängen. Also ob man wirklich sagen kann, die stellen wir ganz schnell mal im Übertragungsnetz auf Wasserstoff um, das bezweifle ich sehr. Dann kriegen sie eine Gelbwesten-Demonstration von Deutschen, die ihre Häuser nicht mehr heizen können. Da muss man genau überlegen, ob das geht. Und der einfache Ersatz von Erdgas durch Wasserstoff ist sowohl technisch wie auch energetisch völlig unmöglich. Das geht nicht. Und wir haben auch in den nächsten 30 Jahren wahrscheinlich nicht genügend Wasserstoff, um das in irgendwelche Häusle leiten zu können, unabhängig davon, dass alle Verteilnetzleitungen, die man im Gasnetz benutzt, nicht wasserstoffready sind. Also diese gelben Plastikleitungen, die Sie in der Straße sehen, die sind nicht wasserstoffdicht. Also da entweicht Ihnen der Wasserstoff so schnell, dass Sie, bis Sie das vom Übertragungsnetz runter dekomprimiert haben, ist der Wasserstoff in der Leitung verschwunden und wird möglicherweise Ihr Haus niemals erreichen. Denken Sie bitte an den Unterschied der Fugazitätskoeffizienten von Methan und Wasserstoff, der Faktor 80 verschieden. Das ist kein ganz einfaches Problem. Mit Stahlleitungen ist das was anderes. Wasserstoffversprödung kann ein Problem sein, muss aber zuerst noch untersucht werden. Das
Bundesforschungsministerium hat ein 135 Millionen Euro teures Projekt gestartet, mit dem diese Fragen real untersucht werden. Und darum darf ich Sie in Ruhe bringen. In den nächsten 5 Jahren werden wir das definitiv genau wissen, ob das geht und wie das geht. Mhm. Dann gibt es hier Fragen von Dr. Luther. Er fragt zum einen, was machen wir mit dem O2 aus der Elektrolyse, und schlägt unter Umständen vor, wäre Oxyfuel-Kraftwerke mit CO2-Rückgewinnung aus dem Rauchgas eine Lösung? Also, das ist eine gute Frage, was man mit dem Sauerstoff tut. Im Augenblick verbrauchen wir sehr viel Sauerstoff für die Verbrennung von fossilen Energieträgern. Wenn wir das aber nicht mehr tun wollen, dann brauchen wir den Sauerstoff nicht. Also, es gibt interessante Technologien, für die man den Sauerstoff brauchen kann. Das geht jetzt sehr ins Detail, darum möchte ich das nicht weiter ausführen. Die Oxyfuel-Technik geht davon aus, dass man weiterhin fossile Brennstoffe verwendet und dann möglicherweise die CO2-Abtrennung leichter hat. Das ist ein gutes Verfahren auch für wasserstoffbasierte Derivatkraftstoffe. Also wenn wir gedanklich synthetisches Methan verbrennen wollen, kann man das mit der Oxyfuel-Technik machen. Dann ist die Abtrennung des CO2 aus dem Rauchgas viel einfacher. Ja, das ist wahr. Aber es wird jetzt deswegen kein guter Grund sein, einen Elektrolyseur zu bauen, der die gleiche energetische Kapazität wie ein Kraftwerk hat, und die nebeneinander zu stellen, weil die Summe aus beiden etwas sehr Teures ist, wo ich glaube, dass man sich wahrscheinlich einfacher, billigere Lösungen überlegen muss. In chemischen Großanlagen ist das eine völlig andere Angelegenheit, und überall da, wo ein Luftzertrenner im Augenblick in einem chemischen Prozess steht, da kann man garantiert eine Elektrolyseanlage hinstellen. Also guter Punkt, aber bitte nicht quantitativ. Dann noch eine anonyme Frage via YouTube. Sollte man sich endgültig von Brennstofffahrzeugen auf der Straße verabschieden? Aktuell werden noch Chancen im Schwerlastverkehr gesehen. Wie schätzen Sie die Situation ein? Also das muss man differenziert betrachten. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich bin der Meinung, dass wir uns in der Tat von Verbrennungsfahrzeugen, deren Funktionsprinzip so ist, dass man einen Motor hat, der mit mechanischer Übertragung die chemische Energie auf die Straße bringt, von denen sollten wir uns verabschieden. Vulgo mit allen Diesel und Benzinen, egal ob das PKWs oder LKWs sind. Warum? Weil die Tatsache, dass man mit variabler Last einen solchen Motor betreibt, zu erheblichen Ineffizienzen führt, und das kann man uns nicht leisten. Also ein grundsätzlich elektrischer Antrieb ist einfach eine viel bessere Möglichkeit, und den sollten wir so schnell wie möglich überall einführen. Die interessante Frage ist allerdings, wie man die elektrische Energie zu dem Motor bringt. Also da sagen alle, es gibt nur die Batterie, und die funktioniert eben so, dass man irgendwo ein großes Kraftwerk hat und dann ein Leitungssystem und eine Ladestation und so die Batterie lädt. Es ist durchaus auch vorstellbar, und da gibt es auch technologische Lösungen, die das machen, dass man sagt, man macht einen verteilten Kraftwerkschwarm und jedes Auto hat sein Kraftwerk dabei und tankt einfach den Kraftstoff, den man sonst ja auch im Kraftwerk hätte. Dann hat man zwar wieder nicht den geschlossenen Kohlenstoffkreislauf, aber man gewinnt die Effizienz des elektrischen Antriebs, und man kann natürlich den Kraftstoff auch als E-Fuel betreiben. Dann gewinnt man auch die Anwendung des Wasserstoffs, benutzt Technologien, die wir heute haben, braucht keine neue Infrastruktur und hat die Vorteile der hohen Speicherdichte eines E-Fuels. Das heißt, man kann dann wieder problemlos 1000 Kilometer weit fahren, ohne dass man 700 Kilo Batterie rumfährt. Bei einem LKW ist das noch viel drastischer, weil einem Batterie-LKW, also da gibt es nur mit großen Verschränkungen, kann man sich vorstellen, dass Batterie-LKW sinnvoll sind. Entweder laden auf der Autobahn mit Oberleitung oder mit Wasserstoff, flüssigem Wasserstoff und Brennstoffzelle. Das sind alles erheblich aufwendige Technologien mit Infrastrukturen, die vielleicht im reichen Deutschland gehen, vielleicht auch nur im Südwesten von Deutschland, weil da ein bedeutender Hersteller sitzt, der sowas gerne macht. Aber ich würde sagen, also eine weltweite Lösung wird das sicher nicht werden. Ist denn eigentlich die E-Mobilität, die wir gerade die Bundesregierung hier angeschoben hat, überhaupt eine sinnvolle Zwischenlösung für die Mobilität? Ich meine, Sie haben ja auch gezeigt in Ihrem Vortrag, dass Sie die Batterietechnik und die klassischen E-Autos, wenn sie jetzt meinetwegen mit der bestehenden Strommix geladen werden, eigentlich nicht so richtig viel bringen, oder? Ja, sehe ich auch so. Aber es ist natürlich so, die Einführung einer neuen Technik braucht natürlich einen erheblichen Vorlauf.
Hätte man jetzt eine Governance, die ein System betrachtet, dann würde man wissen, dass man aufgrund der Einführung der E-Mobilität in ungefähr 10 Jahren das Stromsystem vollständig defossilisiert haben muss. Sowas gibt es aber in Deutschland leider nicht. Diese beiden Dinge laufen völlig getrennt voneinander und ob sie je zusammenpassen, wird die Zukunft zeigen. Okay. Ja, in Anbetracht der Zeit, denke ich, stelle ich Ihnen noch eine letzte Frage aus dem YouTube-Channel. Stefan Krämer möchte gerne wissen, Sie sprachen vorhin vor einem Volkselektrolyseur. Ist damit gemeint, dass man eine kostengünstige Variante zur dezentralen Umwandlung von Solarenergie in Wasserstoff, also pro Haushalt, verfolgen sollte? Das kann man tun. Das ist auch in manchen Orten vielleicht sinnvoll. Aber was ich vor allen Dingen gemeint habe, ist, man muss eine Elektrolyseurtechnologie schaffen, die so preiswert ist wie ein VW, auch in zentralen großen Anlagen. Also Elektrolyseure sind heute etwa an Faktor 5 bis 7 zu teuer für die Anwendung, die ich jetzt hier skizziert habe, wenn wir von Hunderten von Millionen Tonnen von Wasserstoff reden, dann geht das nicht. Und ein Faktor 5 bis 7 ist nicht dadurch erreichbar, dass man einfach nur Produktionstechnik einsetzt, also Economy of Scale, und wir stellen Roboter hin, wo heute Menschen sind. Das wird kein Faktor 5 bringen, sondern da ist schon noch einiges andere notwendig. Da muss noch intensiv gearbeitet werden. Auch das hat die Bundesregierung erkannt und sie hat 700 Millionen Euro in ein riesiges Projekt gesteckt, wo das gerade untersucht wird, was da noch notwendig ist dafür. Ja. Vielen Dank. Nochmal kurzes Feedback auch aus dem YouTube-Channel. Haben uns über 90 Teilnehmer zugeschaut und also ich denke, das war ein sehr gelungener Abend. Ja, Herr Schlügel, wir danken Ihnen für den Vortrag und allen Zuhörern für das Interesse und natürlich für die Fragen, die wir jetzt zu einer lebhaften Diskussion zum Schluss doch verwenden konnten. Und ja, ich glaube, es gibt noch einiges zu tun in der Zukunft. Das ist die Message. Ganz sicher, ja. Genau. Ich bedanke mich auch für das Interesse und freut mich auch, dass da sehr konstruktive Fragen gekommen sind. Das ist ein Zeichen, dass das doch ein interessantes Thema ist und da werden wir uns noch einige Male damit beschäftigen müssen. Ja, vielen Dank. Schönen Abend. Tschüss zusammen. Tschüss. Schönen Abend.